Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Katrin von Gabelschere Blog und heute gibt es mal wieder Favoriten für Mütter und Kinder. Ich mische das immer so ein bisschen durch mit ganz alltäglichen Sachen, mit praktischen Dingen und es ist wieder heute von allem ein bisschen was dabei. Ich hoffe, es gefällt euch und wir legen direkt mal los. Ja, in der Corona-Zeit habe ich das auch schon mal ganz kurz euch zeigen können, beziehungsweise da habe ich das eigentlich eingeführt, denn es kam schon dazu ganz klar, dass bei uns auch vermehrt Screentime genutzt wurde, um die Kinder irgendwie über den Tag hinweg zu beschäftigen. Da mache ich gar kein Geheimnis draus. Und bei uns hat jedes Kind so ein Kindertablet und dazu will ich gar keine Empfehlung abgeben, sondern vielmehr für das, wo ich das aufbewahre, weil es ging dann nämlich los, ist mein Tablet aufgeladen, wo ist mein Tablet, wo ist das Ladekabel und dieses ganze Hin und Her, Heckmeck, ging mir irgendwann ein bisschen auf den Keks. Darum habe ich mich orientiert bei einer anderen YouTuberin aus Amerika, die das auch gemacht hat für ihre Kinder und zwar gibt es da so eine kleine Ladestation, ich zeige sie euch jetzt mal mehr oder weniger in der Nahaufnahme. Und das Praktische ist da eben, dass ihr das so gestalten könnt, dass es für euch passt. Also die Tablets, die ihr habt, könnt ihr da reinpacken und diese Ladestation kommt schon mit den passenden kleinen Adapterkabeln dazu. Und so braucht ihr eigentlich nur noch schauen, okay, welche Größe, muss ich da noch was anpassen. Ihr könnt diese kleinen Plastik-Trennkammern rausnehmen oder reinstecken, wie ihr möchtet. Wenn das Gerät lädt, dann wird das sogar auch beleuchtet. Dann seht ihr, dass das von unten farbig angeleuchtet wird. Wenn das Gerät fertig aufgeladen ist, leuchtet das nicht mehr. Und so ist es für uns jetzt ganz praktisch, einfach zu handhaben, weil die Kinder wissen, okay, wenn sie fertig sind mit ihrem Tablet gucken, stecken sie es da wieder rein. Es wird nicht gesucht, es fliegt nicht irgendwo auf dem Boden rum und es ist immer alles an einer Stelle abgesetzt. Ja, bevor ich jetzt gleich weiterspringe zu zwei Mutterfavoriten, geht es noch kurz weiter im Bereich Technik für Kinder, lange Autofahrten etc. Ich hatte da vor kurzem mal eine Umfrage auf Instagram gestartet und mich so ein bisschen umgehört, wie macht ihr das? Ich habe jetzt für meine Kinder auch zwei Kopfhörer gekauft, einfach aus dem Grund, weil sie gerne Hörbücher hören. Und diese Kopfhörer hier von MPow sind ganz praktisch, weil man sie zum einen klein zusammenfalten kann. Das heißt, die gehen dann gut in den Koffer oder in den Rucksack rein. Die sind super schön weich gefedert, gepolstert und sie sind mit Dezibel-Beschränkungen schon quasi mitgeliefert. Das Kabel ist so ein bisschen, wie sagt man, stoffummantelt. Das heißt, das ist also auch da, finde ich, ganz kindgerecht und nicht diese klassischen Kabel, wo sie dran rumpiddeln können. Lässt sich natürlich auf die Größe des Kinderkopfes einstellen und ganz einfach kleiner oder größer machen. Wir haben die jetzt schon seit ein paar Wochen in Gebrauch und sind damit super zufrieden. Wir haben das Ganze auch noch gekoppelt mit so einem Parallelstecker, dass die beide quasi eine und dieselbe Sache hören können. Wenn das gewünscht ist, geht das auch damit. Und ich habe halt diese Farbkombination schwarz und rosa genommen. Und das kommt bei meinen Kindern sehr gut an. Kurz einen Mama-Favoriten, den ich euch auch schon mal gezeigt habe in einem Follow Me Round Video. Ich glaube, im letzten und vorletzten Video habe ich das schon mal gezeigt. Ich habe es aber noch nicht explizit richtig gefeatured, weil mittlerweile habe ich es doch ganz gut durchgetestet. Und zwar diesen riesen Mammut-Tumbler. Ich weiß, der ist wahrscheinlich vom Muster her nicht jedermanns Geschmack. Den gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Die gibt es auch in Uni und weniger auffällig. Ich habe mich jetzt bewusst für so ein sommerliches Design entschieden, weil ich denke, okay, in erster Linie werde ich den vermutlich im Sommer benutzen. Für die warmen Getränke nehme ich ja doch ganz gerne lieber die Tumbler von Starbucks. Aber den hier finde ich einfach klasse, weil er wirklich schön kalt hält. Ich habe es ja letztes Mal schon im Video erwähnt, auch im Auto. Ich lasse den zum Beispiel ganz gerne einfach im Auto stehen. Ich schleppe ihn jetzt nicht mit durch den Freizeitpark, dafür ist er dann zu schwer und zu groß, wenn man ihn voll Wasser macht. Aber wenn ich ihn im Auto lasse, das Auto steht in der Sonne und ich komme zurück vom Freizeitpark zurück und das Wasser ist immer noch kalt, dann muss ich sagen,
Aufgabe erfüllt. Also das war letztes Mal wirklich wieder ein großes Highlight, dass meine Getränke kalt sind. Der wird geliefert mit zwei Edelstahl-Strohhalmen und einem Strohhalmreiniger, was ich jetzt weniger benutze. Ich mag es mehr, hier oben einfach aus dieser Klappe zu trinken. Man kann den auch so richtig verschließen, dass dieses Strohhalmloch quasi abgeschlossen ist und dann bleibt auch das Sprudelwasser halbwegs sprudelig. Also das war auch okay. Und es geht einfach viel rein. Ich benutze den überwiegend, wenn ich jetzt im Homeoffice arbeite, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich viel trinke, aber eben auch im Garten, wenn ich draußen bin bei der Gartenarbeit oder unterwegs mit dem Auto und sage, ich will dann danach auf jeden Fall auch noch was frisches Wasser haben, dann mache ich es meistens so, dass ich mein kaltes Wasser da reinschütte, noch einen Eiswürfel rein. Das mache ich bei den Kindern übrigens auch so, bei den Thermos-Trinkflaschen von den Kindern. Einen kleinen Eiswürfel rein, dann bleibt das super kalt und da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und gerade in diesem Hitzesommer, glaube ich, können wir alle gut was Kaltes zu trinken gebrauchen. Ja, bevor ich gleich noch einen Beauty-Favoriten von mir verrate, geht's mal wieder weiter noch mit den Kindern. Und zwar hatte ich mir heute überlegt, wollte ich ganz gerne drei kleine Spielideen euch nochmal vorstellen, die bei uns im Moment ganz gerne angenommen werden. Denn Brettspiele nehmen jetzt mehr und mehr bei uns Fahrt auf. Wir spielen auch gerne dieses Uno, die Kinderversion von Uno mit den Tieren drauf. Das kann der Karl auch schon gut mitspielen. Das habe ich, glaube ich, auch in der Corona-Zeit euch auch schon mal vorgestellt. Also das finde ich super, dieses Kinder-Uno. Spiele ich selber auch ganz gerne, weil es mich an früher erinnert. Ich habe aber jetzt noch drei Dinge. Ich fange mal von klein an und gehe dann rein ins Größere. Und zwar habe ich mir jetzt schon mal für den Urlaub bestellt so ein 8er Reisespiele-Set. Ich zeige es euch jetzt noch mal in der Nahaufnahme. Da sind eben die Klassiker dabei, wie Mensch, ärger dich nicht, Schach, Mühle, so ein Gänsespiel, Gänseleiterspiel und was ist das, Halma. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle dazu. Also es ist nicht, mein Urteil darüber ist jetzt nicht hundertprozentig positiv. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut für manche Spiele. Also wir haben es jetzt zum Beispiel mit Mensch, ärger dich nicht gut durchgespült, mit Mensch, ärger dich nicht haben wir es gut durchgespielt. Auch Mühle hat ganz gut funktioniert. Dieses Gänseleiterspiel ging auch, wobei man da halt auch immer die Beschreibung zur Hand haben muss. Bei Schach weiß ich nicht. Mein Mann hat, glaube ich, mit Marie eine Runde Schach gespielt oder es zumindest versucht. Aber Halma zum Beispiel war dann nicht so gut, weil einfach diese Spielfiguren dann zu klein sind. Das Spielbrett ist magnetisch und die Spielfiguren sind auch magnetisch. Das macht es zum Beispiel für Mensch ärger dich nicht total praktisch. Auch für Mühle, glaube ich, ganz gut. Und ich denke, ich werde es so machen, dass ich im Urlaub wirklich nur zwei, drei Varianten mitnehme. So kleine Ziploc-Taschen, also diese zusammenfaltbaren Gefriertaschen, die es da gibt. Da werde ich, glaube ich, die Spielfiguren reinpacken und dann nur Mensch ärger dich nicht und Mühle mitnehmen. Und das war's. Und vielleicht noch das Gänsespiel, aber da muss ich halt die Anleitung auch mitnehmen. Weil wenn es zu kleinteilig wird und diese kleinen magnetischen Spielfiguren überall rumfliegen, hat man, glaube ich, auch nicht so die Freude. Also wir zum Beispiel nicht. Es war dann schon ein bisschen grenzwertig, aber für Mensch ärger dich nicht und Mühle hat das gut funktioniert. Und das sind auch zwei Spiele, die meine Kinder gerne spielen. Also Marie spielt super gerne Mühle und Karl kann ja Mensch ärger dich nicht auch gut mitspielen. Deshalb so ein bisschen geteiltes Urteil. Das kommt natürlich immer darauf an, was ihr daraus macht, wie das für euch funktionieren würde. Ich wollte es euch ganz gerne vorstellen und meine Meinung dazu sagen. Dann ein Spiel für die Kinder, was man auf jeden Fall auch mitnehmen kann in den Urlaub und wo man auch nicht den ganzen Karton mitnehmen müsste, nämlich Kniffel Kids. Kniffel kennen, glaube ich, die meisten Erwachsenen und das ist halt ein Würfelspiel, was immer für gesellige Abende so in Erinnerung bleibt. Und Kniffel Kids ist eben eigentlich genauso aufgebaut wie Kniffel, nur dass statt der Augenpaare eben verschiedene Tierköpfe gewürfelt werden. Und für Marie hat sich das ganz schnell erschlossen. Karl ist dafür noch zu klein, beziehungsweise er kann natürlich meistens, dann spielt er mit uns im Team mit und macht dann die Teamversion. Es ist auch ausgeschrieben ab 5 Jahre. Und das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, man muss schon ungefähr so ein Kind haben, was um die 5 Jahre rum ist oder was sich gut mit solchen
Logikspielen beschäftigen kann. Das Praktische, denke ich, für den Urlaub wird halt einfach auch sein, dass du ja im Grunde genommen nur diesen Block Papier mitnehmen musst und einen Würfelbecher mit den Würfeln. Und das ist es dann auch schon. Stifte hat man ja eh immer zur Hand im Urlaub. Und deshalb wird das auf jeden Fall bei uns auch mitkommen in den Urlaub. Dann ein Spiel, was mir zur Verfügung gestellt wurde, muss ich fairerweise sagen, vielen Dank an der Stelle. Ich war erst ein bisschen skeptisch, ob das bei uns gut ankommt, aber wir waren jetzt ja in der Corona-Zeit relativ viel hier so im Wald und haben so ein bisschen die Natur entdeckt. Und da kam dieses Spiel von Ravensburger eigentlich doch recht passend. Und es wurde tatsächlich auch sehr gut angenommen von meiner Tochter. Die hat da tatsächlich so eine Neugier und eine Freude dran gefunden, dass ich so hätte ich das nicht erwartet, aber umso besser. Hier bei diesem Spiel hat man 5 Lebensräume, also 5 Naturlebensräume, der Wald, die Berge, der Teich, das Feld und so weiter. Und die Kinder müssen halt auf so einer Spieletafel die verschiedenen einzelnen Plättchen nach vorne gehen. Dann so ein bisschen der Suchcharakter, in welchem Lebensraum befindet sich denn das Tier oder der Gegenstand, den du gerade gefunden hast. Und dann noch eine weitere Suchfrage dazu beantworten. Dann kommen noch so die originalgetreuen Geräusche zu den Naturereignissen oder den Tieren dazu, sodass wirklich so ein Charakter entsteht, als ob man sich in der Natur befindet. Und es ist eben gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Lerncharakter. Also es hat schon fast was von Sachkundeunterricht. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle die sich gerne in der Natur aufhalten, für so Naturentdeckerkinder, die da eine Neugier für haben oder einen Wissensdurst für haben, finde ich, ist das eine ganz, ganz schöne Neuheit. Ich weiß gar nicht, ob es neu ist, aber auf jeden Fall für uns im Schrank ist es neu und eine sehr schöne Idee von Tiptoy. Ja, so langsam kommt der Sommer bzw. die sommerlichen Temperaturen irgendwann dann mal wieder, wenn die Regenzeit vorbei ist. Und ich zeige euch einen Favorit, den ich schon sehr, sehr lange habe. Und wer mir ewig lange schon folgt, der hat das, glaube ich, auch schon mal gesehen von mir. Zumindest ist es, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich es als Favorit zeige. Trotzdem, da ich viele neue Abonnenten habe, wollte ich es trotzdem gerne vorstellen. Und zwar mein Lieblings-Selbstbräuner. Ich bin ja nun wirklich kein Beauty-Guru und auch kein Beauty-Experte. Ich bin auch nicht der volle Natur-Beauty-Typ oder was auch immer, sondern einfach, was funktioniert für mich gut und das nehme ich gerne und das kann ich auch weiterempfehlen. Habe ich auch letztes Jahr innerhalb der Familie weiterempfohlen. Und zwar bin ich jetzt nicht der volle Selbstbräuner-Typ. Ich muss auch nicht super braun sein im Sommer. Das ist gar nicht mehr das Ziel mittlerweile. Trotzdem, wenn ich kurze Hosen trage, Röcke, Kleider etc., dann mag ich ganz gerne, dass meine Beine ein bisschen gebräunt wirken. Und um diesen Effekt zu erreichen und nicht diese ganz weißen Stelzen zu haben, greife ich schon seit Jahren zum Selbstbräuner. Ich hatte das früher immer mit so einer Body Lotion, glaube ich, gemacht. Ich mache das grundsätzlich so, dass ich die Beine erstmal mit einem Peeling bearbeite, damit die alten Hautschüppchen runtergehen und dann ordentlich eincremen mit einer vernünftigen Body Lotion, also wirklich alle Stellen, die rau sein könnten, auch ein bisschen über den Bereich hinaus, der gebräunt sein soll, also auch ruhig eher ein bisschen höher oder Richtung Füße runtergehen, alles schön einfetten, das ein bisschen einziehen lassen, die Body Lotion, und dann nehme ich eben hier von Garnier Ambrosolea Natural Bronzer Selbstbräunungsspray. Schnell, trocken, das riecht richtig. Ergebnis in einer Stunde, ja, ich würde jetzt mal sagen eher so 2-3 Stunden, dann sieht man das. Und pflegendes Aprikosenöl, ja, auch das finde ich ganz angenehm. Also es ist wirklich so ein ganz, ganz feiner Sprühnebel, den man sich auf die Beine drauf sprüht. Dann muss man das aber schon nochmal so ein bisschen verreiben, wie so eine Sonnencreme, die man verreibt, eben damit es keine Stellen gibt, die nicht gebräunt sind oder Stellen gibt, die besonders fett gebräunt sind. Um das zu vermeiden, einmal kurz so ein bisschen durchreiben alles. Und ich finde den Geruch ganz angenehm, finde ich jetzt nichts Schlimmes, zumal es ist ja an den Beinen. Und das Ergebnis finde ich prima. Also ich finde es gut, es reicht mir vollkommen aus. Es gibt dann eben, je öfter ihr das macht, desto brauner wird das natürlich. Wenn ihr das jetzt jeden Tag macht, dann wird das natürlich irgendwann richtig orangenbraun, so Trump-orangebraun. Aber ich glaube, das ist nicht den Effekt, den ich mir wünsche und den ihr euch wünscht.
Aber um so ein bisschen Bräune reinzumachen, alle paar Tage mal auf die Beine dieses Selbstbräunungsspray und dann fühle ich mich persönlich ein bisschen wohler, wenn ich mit kurzen Hosen oder Kleidern rausgehe. Ja, das ist es für heute schon wieder gewesen. Falls es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter. Ich freue mich immer über eure Kommentare und Fragen hier, aber auch auf Instagram. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.